Olaf. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist wie immer Dienstag, 2. Juni. Ich musste mal gerade ganz kurz fragen, was Olaf möchte. Was? Okay. Ich bitte dann die türstehenden MDL. Guten Morgen. Oh. Genau. Wieso soll ich rausgehen? Wozu? Also, wir haben 10.04 Uhr und ich eröffne die heutige Fraktionssitzung. Ich sehe, wir sind zum einen beschlussfähig, zum anderen ist eine sehr große Unruhe. Ich begrüße ganz herzlich ein neues Gesicht im Bereich der Verfassungskommission. Herzlich willkommen in dieser Runde. Wunderbar, wenn die Nebengespräche draußen geführt werden könnten. Es gibt ein Reden draußen. Und heute findet eine Demo von Verdi im Rahmen der Erzieherinnen und Erzieher vor dem Landtag statt. Und da gibt es gerade einige Unruhe, ob und dass wir draußen reden. Nichtsdestotrotz, wir haben reguläre Fraktionssitzungen nach einer einwöchigen kurzen Pause. Bitte? Ich habe nur gerade selber hier aus dem Ohrenwinkel mitbekommen, dass darüber gesprochen wurde, ob wir draußen bei der Demo reden oder nicht reden. Ich halte mich da gerade raus. Ich hörte es gerade, der Dialog zwischen Joachim und Olaf. Ja, gut. Also. Kann ich sagen. Ich würde gleich rausgehen irgendwann. Erste Sache, ich finde, die Sache ist ein bisschen groß und jetzt sind wir im ganz normalen politischen Geschäft. Ich hatte einfach einen Joachim gefragt, ob er das macht. Also ich würde mit dann auch rausgehen, das ist jetzt gar nicht die Frage, weil wenn ich irgendwelche Leute, ist klar, die weitere Kontakt würde ja auch sowieso und so weiter. Wäre ja unter Umständen auch wir. Nur auf der anderen Seite ist es der Fraktionsvorsitzende und ich finde, die Sache ist ziemlich groß und fände nicht falsch, wenn er rausging. Deswegen fragte ich ihn gerade. Das war jetzt gerade das Gespräch hier. Ich hatte das gerade so wahrgenommen, als würden Dietmar und Joachim darüber bilateral quasi reden. Wenn du da involviert bist, ist für mich alles gut. Das wäre schlecht. Es geht dabei bestimmt auch um den Haushalt, aber... Ich wollte gerade sagen... So, also, ich würde dann ganz gerne mal in die Tagesordnung eintreten. Wir fangen ganz regulär an mit dem Bericht der Pressestelle. Eine Anmerkung von mir noch vorweg. Wir hatten gestern kurz technische Probleme, von daher ist das Protokoll gestern erstmal lokal bei mir gewesen und ich habe es gerade eben erst, das Vorstandsprotokoll, gerade eben erst umkopieren können. Da gab es einige Irritationen. Okay, Ingo. Ja? Okay. Ja, ich bitte um Verzeihung. Das war das mit diesen Regeln, genau. Sekunde, ich kopiere eben die gestrigen angesetzten nicht öffentlichen Teile. Klappt das jetzt? Test. Ah. Es gibt einmal einen nicht öffentlichen Teil von Joachim beantragt. Den hatten wir beim letzten Mal geschoben auf diese Woche. Dann gibt es einmal Berichte von Simone. Ich trage noch mal gerade die Zeiten nach, die geschätzten. Ich bin gerade wieder aus dem Pad rausgeflogen. Was ist denn heute los? Das wäre die Schuld. Ich kriege die Zeiten hier gerade nicht eingetragen. Jedes Mal, wenn ich anfange zu tippen, kann...
Nein, das ist niemand schuld. Insgesamt habe ich bis dato 25 Minuten nicht öffentlichen Teile beantragt. Es geht einmal um den nicht öffentlichen Teil von Joachim im Bereich Mitarbeiter. Es gibt einmal einen nicht öffentlichen Teil von Simone und mir im Bereich Mitarbeiter. Und es gibt einmal einen Bereich der Ausschreibung. Da muss ich noch was nachkorrigieren, weil da gibt. Und der Michel möchte etwas loswerden. Ja, die Birgit hatte mich gerade darum gebeten, darauf zu achten, dass ihr Personalteil NÖ auch draufsteht. Genau. Jetzt kann ich hier gerade, ist gerade schwierig, weil der Daniel so viel rumklickt und ich habe kein Protokoll vor der Nase. Ich sehe es da jetzt nicht, deswegen übernehme ich das jetzt und sage, versuch das auch Birgit, 10 Minuten Personal NÖ. Genau. Dirk. Bundeswehr. Genau, das ist genau dieser NÖ-Teil, der beim letzten Mal mit hinten runtergefallen war. Wie viel? Ich trage jetzt irgendwie zum vierten Mal Birgit nach. Okay. Ich hoffe, das hat sich jetzt. Ich versuche es nochmal. Falls mir jemand helfen möchte, wäre ich sehr dankbar, denn aus irgendeinem Grund. Genau, das Protokoll ist heute entschuldigt. Ich kriege einen Buchstaben. Ich hole mal gerade einen anderen Rechner. Verzeihung. Es liegt am Pad? Technikpartei. Ja, ich. Nein, das wurde gerade schon versucht. Okay, das heißt, ich führe ein Offline-Protokoll. Irgendwie ist heute der Wurm drin. Sekunde. Ja, bitte. Vielen Dank. Ich wollte erst tanzen, aber ja, mit der Reaktion habe ich gerechnet, mein lieber Toso. Ich möchte vielleicht einmal ganz kurz ein neues Gesicht noch vorstellen. Hinter Joachim sitzt die Jutta Berlinghoff. Namentlich sind wir alle schon drüber gestolpert, im positiven Sinne. Die Jutta Berlinghoff ist seit gestern hier in der Fraktion, kümmert sich um meinen und Olafs Ausschuss, Familie, Kinder und Jugend und um Birgits Ausschuss, Frauen, Gleichstellung, Emanzipation. Habe ich irgendwas vergessen bei dem Ausschuss? Grumpy, weiß ich jetzt gar nicht. Nee, ist richtig. Gleichstellung, ne? Gleichstellung, Emanzipation, Grumpy. Genau. Ich frage Grumpy deswegen, weil Grumpy ja Vertreter in dem Ausschuss ist. Stefan. Von der Fraktion aus herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist. Die Jutta guckt sich das Ganze hier mal an und sieht direkt, wie das ist, wenn hier in der Technikpartei irgendwelche PC-Schwierigkeiten da sind. Von meiner Seite aus hier auch offiziell einen guten Start. So. Ja. Das ist ein Toso halt auch noch. Ja, genau. Ähnliches, wie Daniel gerade sagt, ist Corinna, die jetzt für die Verfassungskommission die Assistenz neu macht und hauptsächlich damit beschäftigt sein wird, so ein paar externe Veranstaltungen zu organisieren. Da freue ich mich schon drauf. Wir haben ja schon ein paar externe Veranstaltungen gemacht in der
hier im Ländle. Und jetzt zur Diskussionsrunde, wo es wirklich um die Wurst geht in der Verfassungskommission. Jetzt im Herbst müssen wir das natürlich noch verstärkt koordinieren und auch verstärkt noch Informationen raustragen. Und deshalb bin ich froh, dass wir da Verstärkung haben und ich glaube, wir werden das super hinkriegen. Wenn ihr also irgendwas habt für Verfassungskommission, wo euch irgendwas fehlt, einfach hier. Wohnt bei Ulrike mit im Büro übrigens. Wohnt. Arbeitet. Ja, wohnt. Habe ich aber gestern auch schon gesagt. Ja, ne, ist irgendwie, kommt hier so rüber. Ja, na, herzlich willkommen. Okay. Direkte Anmerkung, Frank. Ja, wird dafür gesorgt, dass die Daten, auch die Kontaktdaten, E-Mail-Adresse, Telefondurchwahl ganz schnell auch im Verzeichnis auftauchen? Das wäre super. Ich glaube, das muss man jeweils selber eintragen oder ich weiß noch nicht, wie die Regel. Nein, das macht unsere Verwaltung hier ganz allein. Die macht das auch. Okay, super. Kriegen wir hin, denke ich. Okay. Schon eine Kaffeetasse? Also, nachdem das Pad heute nicht will, ich kopiere gerade parallel die Sachen einmal lokal um. Klappt es jetzt? Moni jetzt. Moni, bitte. Ich habe noch Fragen zur Tagesordnung. Ja. Mir fehlen so ein paar Sachen, von denen ich glaube, dass sie relativ zeitkritisch sind. Ja. Und die Frage ist, wann wir die besprechen wollen. Da ist zum einen die Enquete Handwerk, über die wir unbedingt reden müssen, weil wir das zügig ausschreiben möchten, weil die schon in den Sommerferien in Arbeit geht. Daneben habe ich die Frage, was mit der Diskussion um einen Antrag zur Diätenerhöhung ist. Also ich befürchte einfach, dass wir einen Tag vor Plenar wieder Obst da stehen und nicht wissen, ob wir was machen, was wir machen, warum wir was machen oder nichts machen. Also auch da die Frage, wie geht das weiter? Kommt da irgendwie was von uns? Und ich würde gerne auch heute oder halt auch nächste Woche über den Nachtragshaushalt sprechen, weil ich auch glaube, da, also ich kenne nur den Teil, der uns betrifft im Bereich Bildung, da habe ich eine Meinung zu, aber ich würde gerne darüber sprechen, wie die anderen Dinge aussehen und wie wir uns dazu verhalten. Also das muss nicht heute sein, ich möchte einfach nur wissen, wann diese Sachen angesprochen werden und diskutiert werden. Und du hattest ja auch schon geschrieben, also ich finde auch, wir müssen uns überlegen, wie wir weiter mit Steffen Hagen vorgehen. Auch da würde ich gerne drüber sprechen, wie wir da weiter... Oh, Entschuldigung, das habe ich mich ganz doof verhalten im Öffentlichen. Ja, also wie wir da weiter vorgehen. Weiß keiner. Okay, ich habe einmal eine Wortmeldung. Ich habe... Einmal eine Wortmeldung von Dietmar, möchte aber vorher Michelle gerne gleich für den Bereich Team S, wie ich es trotzdem weiterhin nennen werde, wird es eine Versammlung geben, wo wir die Ergebnisse dort den Referenten und den Angestellten präsentieren werden, um dann gemeinsam daraus Beschlussvorlagen zu machen, die wir dann halt hier in der Fraktion diskutieren und abstimmen können. Zum Zweiten, für den Bereich der neu zu besetzenden Enquete, das wollte ich eigentlich heute auch abgehandelt haben. Es ist aber auch in Rücksprache mit den anderen Fraktionen so, dass dies auf Arbeitsebene, solange wir niemanden gewählt haben oder gewählt haben sollten, in möglicher Abwesenheit auch auf der Arbeitsebene möglich, demzufolge nach ein Referent dorthin geschickt werden könnte. Und dann hatte ich Dietmar gerade gesehen, der sich äußern wollte zum Bereich des Nachtragshaushalts. Ja, sehr gerne. Danke, Herr Lampi. Ich hatte ja bereits vor der letzten Plenarsitzung, in der der Nachtragshaushalt eingebracht wurde, an die betroffenen Fachabgeordneten etwas rumgeschickt, auch Referenten, und bezüglich der Kritikpunkte zum Nachtragshaushalt. Der Input für die Einbringung des Haushaltes war ja da. Vielen Dank dafür allen. Das ist noch ausbaufähig. Die
nächste HFA-Sitzung steht noch an, wo also der Nachtragshaushalt behandelt werden soll. Die Kritikpunkte liegen auf dem Tisch, also sowohl beispielsweise von dir, Moni und Johannes, wie aber auch von Frank und Lara im Wesentlichen. Ja, das sind die Punkte. Also da sind wir dran. Und werden das sicherlich noch diskutieren müssen. Im Detail. Moni, gibt es noch einen Punkt, den ich jetzt noch nicht erläutert oder den wir noch nicht erläutert haben? Ja, bitte. Habe ich das richtig verstanden, dass bevor wir jetzt über die Ergebnisse sprechen, es einen Termin geben wird, von Team S einen Termin geben wird, wo wir dann mit den Referenten und den Mitarbeitern sprechen? Das habe ich gerade nicht richtig verstanden, wie jetzt das weitere Prozedere ist. Wir können die Inhalte hier öffentlich debattieren, diskutieren, aber bis wir einen gemeinsamen Termin mit allen Angestellten gefunden haben, glaube ich, das geht ja auch nicht von heute auf morgen übers Knie gebrochen. Also hier finden gerade Umbaumaßnahmen statt, einen Raum zu finden, der entsprechend groß genug ist. Wir sind da gerade parallel dran. Ich glaube, wir können diese Diskussion über die Inhalte und die möglichen Ausrichtungen werden wir mit Sicherheit schneller innerhalb der Fraktion hier besprochen haben, als dass wir das dann den gesamten Angestellten gegenüber präsentiert haben. Also ich denke mal nicht, dass es da Sachen gibt, die wir auf der Arbeitsebene nicht den Angestellten zwischendurch schon zeigen könnten, weil dafür gab es ja die große Klausur. Jetzt habe ich noch eine Wortmeldung von Daniel gesehen und eine von Tose, aber... Ja, zwei Dinge. Ich habe dem Vortrag von, ich nehme mal Team S, ich habe dem nicht die ganze Zeit so gefolgt, weil da so viel Offensichtliches dargestellt wurde. Ist aber nicht schlimm. Eine Sache hat der Mensch mindestens zweimal deutlich betont. Das war, dass diese Ergebnisse zunächst im Kreise der Abgeordneten besprochen werden sollten. Ich würde jetzt einfach mal diese Empfehlung so annehmen und vorschlagen, dass wir das erst im Kreise der Abgeordneten tun. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, aber wir sollten zumindest darüber diskutieren. Für mich ist das okay. Wir können das auch mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern direkt machen. Wir können das auch auf dem Tag der politischen Arbeit mit der gesamten Basis diskutieren. Das ist mir im Großen und Ganzen ist mir das gleich. Aber für mich stand dieser Vorschlag von Team S einfach da. Oder die dringliche Bitte, so habe ich das empfunden. Das mag, weiß ich nicht, vielleicht aber auch eine falsche Wahrnehmung sein. Zum Zweiten, neben Team S hatte ich jetzt heute Morgen noch eine Mail rumgeschickt mit 12 weiteren Tagesordnungspunkten. Ich weiß, das war auch keine formelle Beantragung, sondern eigentlich nur so eine formlose Anregung. Unsere Tagesordnung für heute ist relativ dünn. Ich habe so den Bedarf oder den Gedanken, dass da noch ganz viele Dinge irgendwie offen sind, die wir hier in der Fraktion irgendwie noch zu besprechen haben. Ich könnte mir vorstellen, dass wir die Zeit, die wir wahrscheinlich heute noch haben in der Fraktionssitzung, günstigerweise dafür nutzen könnten, den einen oder anderen Punkt dieser Anregung mit aufzunehmen. Und Moni hat ja gerade noch die Enquete-Kommission Handwerk mit dazu aufgeführt. Und auch die Diätenerhöhung, das sind alles für mich valide Punkte, über die müssen wir halt reden. Und irgendwie Beschlüsse herbeiführen. Ich mach. Okay, komm, lassen wir das jetzt einfach sitzen. Ich möchte das nicht sitzen lassen. Dann klär's bitte bilateral mit Grumpy, aber nicht hier. Hat mit Grumpy nichts zu tun. Lukas zeigt zu mir gerade den Daumen hoch. Ich fühle mich jetzt gerade so, als hätte ich hier gerade was Schlimmes gemacht. Ich bin ehrlich gesagt, ich weiß es nicht und bitte seid so gut. Grumpy hat sicherlich einen Grund jetzt zu gehen. Ich weiß, ich kenne diesen Grund nicht. Das ist, glaube ich, ganz gut, dass ich ihn nicht kenne. Wir machen die Versammlung jetzt so, wie sie begonnen worden ist, weiter. Grumpy wird auch, davon gehe ich eigentlich aus, gleich wiederkommen. So, diese Mail, Michel, bitte, dein Wort.
Darf ich in Anbetracht der Umstände eine Pause von 5 Minuten beantragen, bitte? Ja. Die Leute rennen gerade auch dem Grumpy hinterher. Entschuldigung, ich halte Entschuldigung, das für fair. Entschuldigung, Simone. So, Simone, dann noch Simone. Ich glaub, und dann. Ich kann dem Michel erfolgen. Ich wollte aber eigentlich anregen, alles, was Dani in der Mail geschrieben hat, ist richtig und wichtig und sollte behandelt werden und was Moni erwähnt hat. Aber dass wir jetzt anfangen, hier so Themen anzufressen, ein bisschen Nachtragshaushalt, 3 Sätze zu Team S. Ich würde einfach ganz, wir machen die Tagesordnung und fangen jetzt mit Bericht der Pressestelle an. Es sieht so aus, als ob wir danach noch viel Zeit haben und dröseln danach die Themenpunkte einfach ab. Aber lass uns doch jetzt einfach erstmal so anfangen, wie es ursprünglich geplant war und nicht alles so anbeißen. Aber das mit der Pause finde ich, glaube ich, auch nicht schlecht, weil da gibt es... Ich denke auch, es macht Sinn, jetzt erstmal ganz kurz ein bisschen die Gemüter abzukühlen und 5 Minuten Pause zu machen. Wenn jemand dagegen ist, möge er bitte schreien oder für immer schweigen, sonst machen wir jetzt genau 5 Minuten Pause bis 10.30 Uhr, würde ich sagen. Ja, 10.30 Uhr geht's weiter. Oh,
I'm living outside the room. Take me for a fool. I'm going down, 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 down below. I'm going down, 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 down below. Forgive the nightmare thought. Going down, 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 down below. So I'm screaming out loud everything I think of now. Just as long as I've got my freedom of thoughts intact. And I see the devil in the detail. And I'm feeling also ich denke mal, wir sollten weitermachen. Wir haben jetzt 10.37 Uhr und möchte gleich mal mit einem Vorschlag eröffnen hinsichtlich der E-Mail von Daniel, wie aber auch hinsichtlich der Tagesordnungspunkte, die Monika eben eingebracht hat, sofern Bedarf besteht. Zur E-Mail von Daniel ganz kurz. Ich habe die nicht bekommen. Hat die sonst noch jemand? Die ist auf der 20-Piraten-Liste gekommen. Ja,
ist bei mir im Posteingang nicht eingegangen. Aber ja, dann hast du sie nicht abonniert. Oder? Die öffentliche Diskussionsliste. Ja, ist eine öffentliche, das ist unsere 20 Piraten öffentliche Diskussionsliste. Die dort erwähnten Tagesordnungspunkte, die teilweise deckungsgleich sind mit der von Moni, denke ich, dass wir sie unter Berücksichtigung unseres Fraktionsbeschlusses vom 19.05. bzw. vorangegangen im Umlaufverfahren, dass Tagesordnungspunkte zur Fraktionssitzung beim Fraktionsvorstand spätestens in der Fraktionsvorstandssitzung vor der jeweiligen Fraktionssitzung beantragt werden müssen, als aufgenommen gelten, zum Antrag bzw. dann zur Behandlung in der nächsten Fraktionssitzung. Das heißt, es muss nicht nochmal neu beantragt werden, sondern die Punkte, die jetzt von Daniel und auch von Moni angebracht worden sind, werden Gegenstand, auf jeden Fall Gegenstand der nächsten Fraktionssitzung sein. So, ich denke, damit sind den formalen Gesichtspunkten wie aber auch anderen Ungereimtheiten, die jetzt in Zusammenhang damit stehen, etwaige Animositäten können damit zumindest hoffentlich für diese Sitzung als ausgeschlossen gelten. Und deswegen denke ich, dass wir jetzt mit der Tagesordnung für heute fortsetzen können, soweit sie entworfen worden ist. Dazu noch übrigens ein Hinweis. Es gab einige Schwierigkeiten. Gestern war auch der Pet-Server down war und da Übertragungsdefizite gegebenenfalls im Nachgang festzustellen sind. Aber dennoch fangen wir an mit dem Bericht der Pressestelle an der Stelle. Bitte, Ingo. Schönen guten Morgen. Wir sind im Moment dabei, mit 2 bis 3 Themen beim WDR und anderen Medien Interviews zu engagieren, zu arrangieren. Das läuft ganz gut. Dann haben wir einen gemeinsamen Antrag mit einer anderen Fraktion in der Pipeline, wo wir gerade PR-mäßig das Ganze koordinieren. Also auch das läuft. Da kann ich leider auch noch nicht so viel zu verraten. Ansonsten, jetzt ist die neue Kollegin weg, wenn neue Mitarbeiter in das Team aufgenommen werden, freuen wir uns jedes Mal, wenn die kurz bei uns vorbeikommen, um Fotos zu machen für unsere Homepage. Schon passiert. Ein Traum. Dann freue ich mich, wenn ich die Fotos bekomme, damit ich sie online stellen kann. Das kriegen wir dann auch noch hin. So, und ansonsten bin ich diese Woche noch dabei, unser Referat für das KVT am Samstag vorzubereiten. Da werden wir ja aus der Pressestelle auch vor Ort sein und unsere PR-Arbeit vorstellen. Fertig. Fragen an Ingo in dem Kontext? Das sehe ich nicht. Danke, Ingo. Die Übernahme der Sitzungsleitung hat leider Gottes das Manko für sich, dass wir noch nicht über die Durchführung der nicht öffentlichen Teile abgestimmt haben, wie ich jetzt dem Protokoll auch entnehme. Wir hatten die nicht öffentlichen Teile von Joachim, von Simone, von Grumpy, von Birgit und Dirk. Das Protokoll nochmal die Minuten nehmen. Oh, wäre gut. Wenn Joachim hatte, da steht ein 10, also 10 Minuten, Teil von Joachim, Simone, wie viele Minuten? 2 Minuten. Der Grumpy, Ausschreibung Presseassistenz, der ist jetzt leider nicht da, aber ich denke mal, mit maximal 10 Minuten wären wir da auch gut dabei. Birgits Timeslot müsstest du kennen, Michelle? Oder nee, Birgit ist ja da. Eben war sie nicht da, jetzt ist sie da. Wie viel brauchst du? Ich hatte euch eine längere Mail geschrieben. Ja. Was brauchst du? Was meinst du, Durchführung des nicht öffentlichen Teils? 5 Minuten, 10 Minuten? Keine Ahnung, ich kann das schlecht einschätzen. Also ich weiß, da habe ich auf meine Mail keine Antwort bekommen. Deswegen kenne ich die Zahlen zum Beispiel nicht, die ich dazu bräuchte. Liegt vor. Was? Liegt vor. Von da. So. Ja, deswegen kann ich das schlecht einschätzen. Sag mal 10 Minuten. Okay. Und der Dirk? Hat schon gesagt. Gut. Dann bitte ich um Handzeichen, wer für die Durchführung dieser diversen nicht öffentlichen Teile ist. Das ist, wenn ich Moni dazu zähle, ist das offenbar einstimmig. Ja.
Dankeschön. So, haben wir noch etwas im Bereich Vorstandsbericht, soweit das nicht in die Tagesordnung eingeflossen ist, wie sie uns derzeit vorliegt? Soweit ich mich erinnere, nüscht. Dann wäre damit Top 2 erledigt. Wir kommen zum Top 3. Das Thema ist Vorabtreffen mit den Teilnehmern des Jugendlandtags. Da bitte ich den Olaf, das Wort zu ergreifen. Ja, ganz kurz. Ich weiß gar nicht, wir wissen noch nicht, ob dieses Treffen stattfindet, weil es ist alles jetzt ein bisschen kurzfristig gemacht worden. Der Jugendlandtag findet ja schon übernächste Woche statt. Wir warten jetzt noch auf die Rückmeldungen. Dann wird auf jeden Fall, wenn sich genug zurückmelden, dass sie kommen können, am nächsten Samstag hier ein Vorabtreffen mit denen stattfinden, die, sage ich jetzt mal, auf unseren Stühlen dort Platz nehmen. Ich habe das nur deswegen jetzt hier auf die Tagesordnung gesetzt, weil ich euch, wenn ihr Zeit habt, die Möglichkeit habt, in den Landtag zu kommen. Das findet zwischen 14 und 19 Uhr statt. Ihr müsst auch nicht die ganze Zeit da sein. Wäre einfach nur schön, wenn ihr Zeit habt und die Möglichkeit habt, dass ihr an dem Tag vorbeiguckt. Am Samstag zwischen 14 und 19 Uhr ist das geplant. Hier im Landtag, hier im Fraktionsraum. Also zunächst mal ganz herzlichen Dank, Olaf, dass du und Christa das übernommen habt. Ich möchte den Aufruf natürlich soweit absolut unterstreichen. Wir wissen natürlich auch, dass hier KVT am Samstag ist, also da auf jeden Fall irgendwo auch eine Überschneidung oder sowas stattfindet. Ich möchte Olafs Bitte, da halt eben hinzukommen, gerne dann auch auf den Jugendlandtag selber nochmal erweitern. Der Jugendlandtag findet dann halt eben von Donnerstag bis Freitag nächster Woche dann statt, also vom 11. bis zum 13. Bitte? Donnerstag bis Samstag. Sorry, Donnerstag, Freitag wollte ich was anderes sagen. Also von Donnerstag bis Samstag statt. Es wäre schön, wenn alle zumindest an irgendeinem der drei Tage dann mal hier sind und sich den Jugendlichen vorstellen. Jeder hat ja seinen Vertreter, seine Vertreterin hier vor Ort. Das hat beim letzten Mal nicht ganz geklappt. Also es waren eben nicht alle Abgeordneten irgendwann mal da. Es gibt verschiedene Gelegenheiten. Die Eröffnung am Donnerstag bietet sich natürlich an. Der parlamentarische Abend am Freitag bietet sich an. Und natürlich das Plenum dann am Samstag. Also wer sich da irgendwie ein bisschen was zeitlich frei machen kann. Die Jugendlichen freuen sich einfach darüber, wenn sie ihre Abgeordneten hier sehen und einfach auch mal ein paar Wörter mit denen irgendwie sprechen können. Ergänzender Hinweis, ich selber werde leider nur am Samstag da sein können, da wir Donnerstag, Freitag eine Klausurtagung der Enquete-Kommission haben. Das ist zwar ein bisschen bedauerlich, dass sich die Enquete-Kommission Familienpolitik dafür eine Terminüberschneidung mit dem Jugendlandtag entschieden hat, aber Familie, Kinder, Jugend. Ich sag mal, unsere Hinweise sind da irgendwie so ein bisschen untergegangen. Ist halt eben einfach so, macht aber im Wesentlichen nichts. Olaf wird alle drei Tage hier sein, das hatten wir schon soweit besprochen und ich denke, dass das wichtig. Ich selber ärgere mich halt ein bisschen, dass ich Donnerstag, Freitag nicht da sein kann, weil die Zeit mit den Jugendlichen einfach viel Spaß macht hier. Also die beiden letzten Male waren auf jeden Fall immer sehr genial. Danke, Daniel. Frank hatten wir, Moni, Toso, Olli. Daniel hat mir die Worte aus dem Mund genommen. Dann Moni. Ich möchte daran erinnern, dass der Freitagabend ganz toll und wichtig ist. Und ich bitte euch tatsächlich auch, euch dann anzumelden, weil es ist ja so, dass die Abgeordneten dann namentlich aufgerufen werden und der entsprechende Jugendliche dann auch zugeordnet wird. Das war beim letzten Mal etwas schade, weil einige Jugendlichen waren enttäuscht, obwohl ihr Abgeordneter da war, aber sie halt nicht aufgerufen wurden. Deshalb die Bitte, meldet euch bitte, wenn ihr Freitagabend zu diesem, hier in Landtag zu diesem, sag mal, zu dieser Empfang oder Landeswilles kommt. Nein, Freitagabend ist das meiner Ansicht nach. Ja, dass ihr
dass ihr bitte, bitte dann der Frau Dietsch Bescheid sagt, dass sie weiß, dass ihr kommt, weil die freuen sich einfach, wenn sie ne, euch oder wenn ihr dann auch gemeinsam da vorgestellt wird. Das fände ich ganz gut. Toso. Ja, erstmal vielen Dank für die ganze Orga, Olaf. Ich hätte einfach gerne die Frage, können wir den, das Treffen mit den Jugendlichen nicht auch gleichzeitig auf dem Kommunalvernetzungstreffen machen? Dann könnten wir denen so ein bisschen von unserer praktischen Arbeit auch zeigen und hätten da vielleicht einen größeren Impact, als wenn wir uns an der Stelle trennen. Also nur als Vorschlag. Ich befürchte, es geht aus der Sicherung. Ja, weiß ich jetzt gar nicht mal versicherungstechnisch, weil das ist ja trotzdem noch mal so eine Aktion von der Fraktion. Ich glaube, das ginge schon. Ich halte es jetzt für die Zeit. Also wir sind froh, wenn die jetzt wirklich morgen oder heute oder morgen oder übermorgen antworten. Das jetzt noch mal umzustellen, ja. Ansonsten hast du recht, ansonsten wäre es eine schöne Sache gewesen. Ist jetzt gar nicht mal so, dass ich dem an solchen abgeneigt bin. Ich sag mal ehrlich, mal gucken, wenn heute, genau, was kommt heute überhaupt an Antworten zurück und dann gucken wir nochmal. Das könnte man natürlich machen. Olli. Kurze Frage an Olaf. Du sagtest, wir sollten gerne vorbeikommen. Wenn wir nicht 14 bis 19 Uhr da sind, wie ist das Programm, wann ist es am besten? Dann ist es 14 Uhr, dann ist es bei der Vorstellungsrunde, würde ich sagen. Gibt es zur Durchführung des Jugendlandtags noch Fragen, Daniel? Ja, vielleicht eine Frage. Weiß jemand schon jetzt, dass er an keinem der drei Tage irgendwie vor Ort sein kann? Weil die Information hilft dann nämlich zumindest, dann kann man mit dem jugendlichen Vertreter, Vertreterin das auch besprechen und weiß einfach, dass du zum Beispiel an Simone nicht da sein kannst. Das ist dann auch okay, ist halt schön, wenn man das weiß. Also wenn dann auch irgendwie jemand sagt, er schafft es nicht oder sowas, kurze Mail eben an Olaf oder mich, dann kümmern wir uns darum, dass die Information irgendwie weitergeht. Olaf, gut. Wenn dann alle Fragen soweit geklärt sind, zumindest die bis zur Stunde bestehen, wären wir auch mit Tagesordnungspunkt 3 durch, sodass wir nunmehr zu Top 4 kommen können. Top 4 beinhaltet das Thema Vorstandswahlen. Da haben wir zuletzt gestern im Bereich in der Vorstandssitzung uns die Köpfe heiß geredet, insofern, wie wir es durchführen. Wir hatten schon vor der letzten Plenarsitzung ja mal die Diskussion, ob wir ein Vorabtreffen der Fraktion machen, in dem wir uns divers aussprechen, vielleicht auch Kandidaturen ankündigen, Vorstellungsrunden durchführen und. Wir haben festgestellt, dass wir vor geraumer Zeit einen Klausurtagungstermin beschlossen haben in der Fraktion, nämlich am 13. und 14.8. des Jahres. Das ist die letzte Woche der sitzungsfreien Zeit. Soweit wir feststellen konnten, ist das wohl auch eine Zeit, in der die Schulferien nicht mehr sind. Das heißt also, der Termin Klausurtagung 13.-14.8. steht. Er wird auch vorbereitet im Bereich der parlamentarischen Geschäftsführung und der Fraktionsgeschäftsführung. Das Thema läuft. Innerhalb dieser Klausurtagung hatten wir uns gedacht, von Seiten des Vorstands könnte man einen Schwerpunkt auch, die interne Fraktionsvorstandswahl, platzieren. Als Fallback für den Fall, dass diverse Leute sagen, nee, geht nicht, weil wir haben noch Ferien, Urlaub, keine Ahnung, sodass also da, was wir allerdings nicht hoffen, für diese beschlossene Klausurtagung eben zu wenig Leute da sein sollten, haben wir als Fallback für diese Klausurtagung den 17.8. uns ausgedacht. Das ist der Montag, der darauffolgende Montag nach dem 14.8., und haben als Vorschlag in den Raum gestellt, einmal erörtert, dass die Vorstandswahlen durchgeführt werden könnten am 18.08.2015. Das ist praktisch die erste
Fraktionssitzung nach der sitzungsfreien Zeit. Das ist der Stand der Dinge, der Diskussion innerhalb des Vorstands. Und dieser Vorschlag wird jetzt zunächst mal zur Diskussion gestellt bzw. zum Abschluss freigegeben. Ich bitte gegebenenfalls um Wortmeldungen, falls ihr das gutheißt oder auch dagegen reden wollt. Das scheint offensichtlich nicht... Toso. Bitteschön. Und Birgit natürlich. Ich meine, wir hatten bis jetzt, glaube ich, nicht die Idee, vorher eine Klausurtagung zu machen zu einer Vorstandswahl. Vielleicht kannst du noch mal erläutern, was da als Idee hintersteckt. Das finde ich toll. Bevor ich das dann tue, würde ich gerne die Wortmeldungen dann auch sammeln. Die Birgit ist dran und dann die Simone und dann der Joachim. Ja, ich wollte nur leider vorwarnen, dass ich wahrscheinlich nicht kann, weil wir haben 3 Termine pur mit Zeugenvernehmungen danach und wahrscheinlich werden wir dann eine Woche Klausurtagung vom Team machen. Okay. Simone. Das war ja, jetzt ist der Toso raus. Also es war ja nicht so, dass wir gesagt haben, wir möchten eine Klausur zur Vorbesprechung der Vorstandswahlen, sondern wir hatten diesen schon, Daniel hatte die ja mal rausgesucht, diese optionalen Klausurtermine und haben gesagt, hier ist noch ein gesetzter Termin, wo wir unter anderem dann über die Vorstandswahlen bzw. Vorstellungen sprechen Richtig. Können. Es wird auch andere Schwerpunkte der Klausur geben, Stichwort Strategie oder Ähnliches, aber man könnte eben in diesen 2 Tagen einen Zeitraum finden, um den zu nutzen, um eben eventuelle Vorstellungen zu platzieren. Ja, das, was Simone sagt, ich möchte noch ergänzen, dass es nach meiner Auffassung, und ich glaube, das findet auch eine Mehrheit, sinnvoll ist, nochmal eine allgemeine Aussprache von der Vorstandswahl zu machen, untereinander im geschlossenen, geschützten Raum. Natürlich soll die Fraktionsklausurtagung nicht davon dominiert werden, sondern es wird noch andere Tops geben, wie beispielsweise Strategien und sowas. Nur, es würde halt passen, das zusammen auf einer Klausur zu besprechen. Danke. Genau. Toso, schade, dass du das jetzt nicht mitgekriegt hast. Was Simone gesagt hat und Joachim. Moni, möchtest du was sagen? Ich finde das erstmal gut. Ich finde halt auch noch da halt auch diese Sachen, die Unterlagen von Team S wichtig, weil da ja auch einiges zu drin steht. Ich finde, das sollte man da durchaus mit einbeziehen. Meine Frage ist, weil der Michel das irgendwann mal gesagt hat, können wir das so machen? Deckt die Satzung das ab oder müssen wir da irgendetwas tun? Ich weiß es halt nicht. Michel, kannst du da noch mal was zu sagen? Du hast irgendwie gesagt, dazu bräuchte es irgendwie eine Satzungsänderung, weil da stand irgendwie in der Satzung drin, dass wir das irgendwie immer, ich weiß es nicht, ich frage das jetzt einfach nur, ob das so in Ordnung ist, nicht, dass wir da irgendwie in Mist laufen. Wenn wir die Fraktionsvorstandswahlen nach den Ferien machen, ist das von der Satzung so abgedeckt, kein Thema? Alles klar, gut, das wollte ich nur wissen. Jo, Toso ist informiert, gut. Bist du zufrieden mit der Auskunft, die du bekommen hast? Oder ist noch was offen? Jetzt sag nicht nein. Nee, offen ist nichts. Das ist nicht das Ding. Ich sehe das halt nicht ganz so beredungsintensiv, das alles. Aber das ist nur eine persönliche Ansichtssache und das ist halt... Nicht diskussionswürdig. Danke. Gut, wenn ich die allgemeine Stimmungslage, die derzeitige Stimmungslage im Rund betrachte, gehe ich davon aus, dass der Vorschlag des Vorstands insoweit auf Akzeptanz stößt. Ich würde das aber dennoch gerne in dem Kontext einmal hier im Rund abstimmen lassen. Nicht als Meinungsbild, sondern tatsächlich als Abstimmung dafür, dass dieser Vorschlag des Vorstands, so wie er hier im Protokoll unter Top 4 dokumentiert ist, angenommen wird oder auch abgelehnt oder Enthaltung. Ich darf also bitte für die Annahme dieses Vorschlags um Handzeichen bitten. Nein, es ist eine Abstimmung. Wir stimmen über den Vorschlag, über die Annahme des Vorschlags des Vorstands, wie er in Top 4 dokumentiert ist, also Vorstandswahlen 18.8., 13. und 14.8., die bereits beschlossene Klausurtagung mit ein. Also, ne, so wie es da steht. Meinungsbild? Ja.
Nein, nein, ich bitte nicht um ein Meinungsbild, sondern bitte eben jetzt hier um die Abstimmung über den Vorschlag. Ohne das Fallback. Aber das brauchen wir nicht. Ohne das Fallback, ja, das ist richtig. Es hat ja keinen Widerspruch zur Klausurtagung gegeben, also ohne Fallback. Das. Das sind Vorbereitungstermine, für die dann in dieser Woche wahrscheinlich stattfinden. Ich kann es nachvollziehen, das ist extrem. Ich werde an beiden Terminen auch nicht teilnehmen können, aber trotzdem kann ich dafür stimmen. Das werde ich auch tun, dass sie halt stattfinden. Ne? Gut, dann bitte ich jetzt um Handzeichen, wer für diesen Vorschlag ist. Dann natürlich noch, wer ist dagegen? Der Toso. Wer enthält sich? Die Birgit. Dankeschön. Wenn ich das richtig sehe, sind wir jetzt mit den vorliegenden Tagesordnungspunkten durch. Wenn ich es ferner richtig sehe, hatten wir sonst auch noch immer einen Tagesordnungspunkt Verschiedenes, der jetzt hier in der Übersicht nicht enthalten ist. Diesen würde ich gerne noch hier aufrufen, Verschiedenes. Ich persönlich, das heißt von Seiten des Vorstands, gibt es unter Verschiedenes nichts, es sei denn, der gerade zurückgekehrte Grumpy hat unter Tagesordnungspunkt Verschiedenes noch irgendetwas anzumerken, möchte aber Toso sich dazu melden. Bitte schön. Sonstiges Verschiedenes. Und zwar haben wir jetzt am 6.6., also jetzt Samstag, unser Kommunalvernetzungstreffen. Nochmal herzliche Einladung an alle. Wir haben inzwischen fast 70 Anmeldungen. Sieht schon ganz gut aus. Zum gleichen Zeitpunkt beim letzten Vernetzungstreffen waren es gerade mal die Hälfte an Anmeldungen. Ich freue mich da auf euch. Jetzt aber noch in die Zukunft weitergeblickt. Das nächste Vernetzungstreffen würde sich anbieten, vor der heißen Winterphase zu machen, die im Kommunalen ja besonders heiß ist, auch ähnlich wie hier durch Haushalte und etc. Deshalb würde ich das vorschlagen, nach den Sommerferien, aber noch vor der eigentlichen Winterphase zu machen. Es würde sich der 19. September da anbieten. Das ist der internationale Talk Like a Pirate Day. Müsste man den Referenten dann vorher noch sagen. Und als Schwerpunkte würde ich an der Stelle Umwelt und Arbeit und Soziales empfehlen, weil wir den Bereich noch nicht hatten und der von den Kommunalen stark nachgefragt wird. Da hätte ich gerne mal einfach ein Meinungsbild, ob das für euch eine gangbare Geschichte wäre oder ob es da Einwände, Dinge gibt, die ich unbedingt bedenken muss. 19. September. Das wäre mit genug Abstand zu den Sommerferien und noch vor der heißen Herbstphase in den, sowohl bei uns wie auch in den Kommunalbereichen. Das wäre auch der letzte KVT für dieses Jahr. Ist auch wieder ein Samstag. Würde auch wieder im UPH passen. Muss man ja alles so ein bisschen jonglieren. Sind ja mehrere Bälle in der Luft.
Möchtest du ein Meinungsbild haben? Hätte ich gerne ein Meinungsbild, ja. Wer sich das so vorstellen kann. Sowohl Themenschwerpunkte wie auch Zeit, wie auch Ort. Wer dafür ist, hätte ich gerne einmal das Handling gesehen. Dem Antragsteller wird mitgeteilt, dass das Meinungsbild überwiegend positiv ausfällt. Danke, Toso. Dankeschön. Wenn du noch einmal bitte den Hinweis geben möchtest für all die, die noch nicht sich gemeldet haben. kvt@piratenfraktion-nrw.de könnt ihr euch immer noch anmelden. Ich freue mich drauf. Können wir uns Samstag sehen. Freust du dich auch, Frank? Freuen wir uns alle? Wir freuen uns alle, denn es handelt sich ja bekanntlich um eine Fraktionsveranstaltung. Genau. Mit den lieben Kommunalen. kvt@piratenfraktion-nrw.de. Liebe Kommunale, meldet euch fleißig an, und selbst wenn ihr euch nicht anmeldet, ja, dann wird es schwierig mit der Einlasskontrolle, nicht? Aber wir hätten da natürlich gerne eine Übersicht über all die, die kommen. Nicht jetzt unbedingt wer da kommt, natürlich auch, aber natürlich auch anzahlmäßig, damit hier der organisatorische Ablauf sichergestellt werden kann. Gut, vielen Dank, Toso, für den nochmaligen Hinweis auf das kommunale Vernetzungstreffen am kommenden Samstag und Sonntag. Und ja, Dankeschön für den soweit öffentlichen Teil. Der öffentliche Teil der Fraktionssitzung wäre damit beendet. Weshalb ich für den Vorschlag mache, dass wir jetzt 11.03 Uhr haben und bevor wir in den nicht öffentlichen Teil eintauchen, dass wir eine Pause von 10 Minuten einschieben, in der sich jeder vielleicht einen Kaffee ziehen kann und vielleicht noch etwaige Ungereimtheiten aus dem öffentlichen Teil intern bilateral geklärt werden können. Ich danke euch allen für die Aufmerksamkeit, die ihr hier zugeschaut habt, und natürlich auch der Fraktion insofern, als sie weitestgehend Ruhe bewahren konnte, und sage Tschüss, bis nächste Woche.